Herzlich willkommen zum Podcast von Heide Park World, dem offiziellen Fanclub des Heide Park Resort. Informationen, Hintergründe und spezielle Themen rund um das Heide Park Resort. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Heide Park World Podcast. Ich bin Mario und anlässlich des verspäteten Saisonstarts 2021 haben wir für euch in dieser Folge ein paar Eindrücke von den Besuchern im Park eingefangen. Wir selbst haben den Start zur Heide-Park-Saison sehr angenehm empfunden. Es gab, wie angekündigt, ein sehr gut aufgestelltes Hygienekonzept, welches sich natürlich durch den ganzen Park zog. Am 30. April wurde noch ein Update seitens des Heide-Parks zur Gültigkeit der Corona-Tests abgegeben. Somit darf der POC-Test nun auch nicht älter als 24 Stunden sein und nicht wie bis dahin 12 Stunden. Auch dürfen sich nun Bürger, die nicht aus Niedersachsen kommen, im Testzentrum am Heidepark kostenlos testen lassen. Wir haben eine Menge bekannte und auch freundliche Gesichter im Park getroffen. Die Stimmung war, auch bei manchmal etwas nassem Wetter, sehr heiter. In vielen Blicken der Besucher konnte man förmlich lesen, dass die Euphorie, endlich wieder den Park zu betreten und in den Fahrgeschäften Platz zu nehmen, bis ins Unermessliche stieg. Wir haben für euch unser Mikrofon gezückt und mal ein wenig Feedback von den Parkbesuchern eingesammelt. Im folgenden Interview hört ihr Michelle und Cedric von Freizeitpark Journey, Janine und Joel von Adrenalinrausch und Denise von den Stoppies. Dann sagt mir doch mal, wie fühlt es sich an, wieder in einem Freizeitpark zu sein? Also jetzt nach 6 Monaten Wartezeit ungefähr, es war ein unbeschreibliches Gefühl, heute Morgen durch dieses Tor zu gehen. Vor allem und dann auch noch so herzlich begrüßt zu werden von dem gesamten Heidepark-Team. Es war sehr schön. Ja, ich sehe das genauso wie Cedric. Es war wirklich unbeschreiblich. Man hatte wirklich Gänsehaut und es war einfach wirklich toll. Es fühlt sich mega an. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wieder so ein bisschen Freiheit zu haben, seinem Hobby wieder nachgehen zu können, Achterbahn wieder zu fahren. Es ist einfach schön. Ja, endlich wieder rausgehen, auch an der frischen Luft mal was zu unternehmen und dann seinem Lieblingshobby nachzugehen. Wundervoll. Also das Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Also keiner hätte jetzt damit gerechnet, dass wir wirklich heute hier sind. Also für mich ist das natürlich auch ein Heimspiel. Ich komme hier aus der Nähe und es ist einfach, man kann es nicht in Worte fassen. Welche Attraktion seid ihr als erstes gefahren? Ich meine, das war Krake gewesen. Stimmt das ja, ne? Ja, stimmt. Wir sind natürlich als erstes zu Kolossos gerannt. Das ist so die Tradition bei uns, dass wir immer zuerst zum Holzhaufen laufen und da auch die erste Fahrt mitnehmen. Ja, macht immer Spaß. Ja, richtig. Zuerst zum Kolossos. Ein paar Minuten warten war leider jetzt heute notwendig, aber absolut nicht schlimm. Aber es ist einfach immer wieder ein schönes Gefühl, wenn der Saisonstart beginnt und wir einfach im Kolossos sitzen, egal vorne, Mitte oder hinten, und wir einfach ja, den ersten First Drop genießen können. Das war Flug der Dämonen. Wie habt ihr den Einlass empfunden? Also am Anfang, bevor die Taschenkontrolle war, war der Einlass etwas unorganisiert. Aber ganz ehrlich, es ist der erste Tag. Ich denke, der Heidepark wird das die Zukunft besser machen. Und ich drücke die Daumen, dass der Park definitiv die nächsten Tagen, wenn nicht sogar Wochen oder Monate, öffnen darf. Sehe ich genauso. Vorm Eingang war es jetzt ein bisschen sehr chaotisch, aber es ist der erste Tag. Das kann man dem Park absolut nicht übel nehmen. Der Einlass ging ja so los, dass man als erstes kontrolliert wurde, ob das Testergebnis negativ war. Da ist uns positiv aufgefallen, dass die Frau De Cavallo auch mit kontrolliert hat. Fanden wir super gut, dass Chefin mit an vorderster Front dabei war. Taschenkontrolle, alles wie immer. Dann ging die Aufteilung los, Jahreskarten und Tageskarten. Ja, das war eigentlich alles gut. Richtig. Ja, dann war halt erstmal das kurze Warten angesagt vom großen Tor, haben uns natürlich auch sehr gefreut, waren natürlich auch aufgeregt. Es waren ein paar Leute mehr auf einem Fleck als ja üblicherweise aus dem letzten Jahr bekannt. Aber wir hatten alle Maske auf und als dann das große Tor aufging, das Einzige, was ich jetzt so im Nachhinein, woran ich mich zurückerinnere, ist Gänsehaut. Es war einfach ein schönes Gefühl, das Tor geht auf, die Leute rennen los, man hat gemerkt, das hat so eine gewisse Freiheit gehabt. Wir persönlich haben nicht so viel vom Einlass mitgekriegt. Wir standen erstmal relativ lange beim Testzentrum an. Für uns war es dadurch, dass wir ein bisschen später in den Park gekommen, so 10.30 Uhr, ein bisschen später. Für uns war das sehr entspannt, war gut organisiert. Wie steht ihr zur Testpflicht?
Ich finde die Testpflicht eigentlich in Ordnung. Dafür, dass man dann überhaupt hier reinkommen darf, ist das vollkommen in Ordnung. Was ich ein bisschen doof fand am Anfang, dass man nur den Antigentest 12 Stunden Zeit geben musste. Aber dadurch, dass der Park dann gesagt hat, einen Tag vorher, nee, der ist jetzt auch 24 Stunden gültig, finde ich das vollkommen in Ordnung. Auch für Leute, die dann von etwas weiter herkommen. Finde ich absolut wirklich in Ordnung. Irgendwie muss man die Pandemie ja, sag ich mal, in den Griff bekommen. Und dadurch... Lieber so als gar nicht. Ich finde es sehr gut. Ich bin aber auch Erzieherin. Wir machen sowieso mehrfach die Woche. Ich habe da kein Problem mit. Ich finde es super. Es gibt ein kleines bisschen mehr Sicherheit. Man fühlt sich ein bisschen sicherer. Und ich habe dem nichts Negatives einzuwenden. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich finde es in Ordnung, weil man so halt auch sich selber sicher fühlen kann in der ganzen Hinsicht. Viele sprechen sich vielleicht auch dagegen aus, aber ich persönlich finde es vollkommen in Ordnung. So kann sich der Park selber auch absichern und ich finde, das ist eigentlich auch für andere Parks eine gute Regelung, also beziehungsweise könnte eine gute Regelung sein in der Hinsicht. Denise von den Stoppies habe ich noch zusätzlich gefragt, wie lief es am Testzentrum? Also an sich, als wir dann dran waren, beziehungsweise am Anfang, als wir eingewiesen wurden, alles lief das sehr gut geregelt, alles ab. Bloß wir standen wirklich eine ganze Stunde in der Warteschlange, weil klar, natürlich erster Tag, müssen sie alle erstmal gucken, wie schnell das geht, müssen sich ein bisschen einfinden und ähnliches. Aber an sich lief das Prozedere dann sehr easy ab, als wir dann dran waren. Also auch mit einfach Code scannen, Name aufschreiben, Abstrich machen. Ist natürlich nicht so schön, aber an sich lief das alles sehr geordnet. Die E-Mail kann man auch sehr schnell. Also vielleicht musste es noch ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, wie es dann die nächsten Tage abläuft, aber hoffen wir, dass es dann schneller geht. Freude fürs Hobby hin oder her. Findet ihr die Entscheidung des Gerichts, den Heidepark zu öffnen, richtig? Es ist zwiegespalten. Also ich bin tatsächlich der Meinung, es bringt nichts, alles dicht zu lassen, weil die Menschen gehen dadurch ein. Und ich finde auch, an der freien Luft steckt man sich gar nicht oder wenig an. Ich finde das einfach vollkommen gerechtfertigt. Ich wünsche, dass mir andere Parks da nachziehen. Kann man sich jetzt drüber streiten? Man hat ja auch die Kommentare unter dem Beitrag gelesen, als das veröffentlicht wurde, dass der Heidepark am 1.5. aufmacht. Da war natürlich alles zwiegespalten, aber im Endeffekt, ich meine, man muss ja nicht herfahren, es ist ja jedem selbst überlassen. Ich finde, es ist eine schwere Entscheidung vom Gericht. Klar kann man jetzt auf der einen Seite sagen, oh, aber man steht ja doch eng beieinander und ist das so sinnvoll? Corona ist ja immer noch da, auch draußen. Allerdings ist ja mittlerweile gut und oft schon gesagt worden und bestimmt auch von irgendwo bewiesen worden, dass die Ansteckungsgefahr draußen nicht so vorhanden ist, dass sich das verläuft, die Aerosole verteilen sich, man hält dadurch Abstand, man hat die Maske auf. Ich finde es okay. Und außerdem so ein Stück weit Freiheit ist einfach wieder schön. Das Gericht hat in meinen Augen richtig entschieden. Wir reden davon, wir sind in einem großen Gebiet mit einem großen Park, es verläuft sich viel. Ich bin an der frischen Luft und wenn ich überlege, dass ich in den Supermarkt jede Woche gehe, um einkaufen zu können, wo ich deutlich enger mit Menschen zusammenstehe, dann finde ich, es ist eine richtige Entscheidung zu sagen, die Leute dürfen sich an der frischen Luft betätigen, weil sie sich dort eh aus dem Weg gehen können in gewisser Form, wenn der Abstand eingehalten ist. Und von daher klipp und klares Ja. Zumal ja jetzt auch die Anzahl der Besucher wirklich runtergesetzt wurde, was das ganze Erlebnis im Park wirklich angenehm macht. Man ist nicht bedrängt auf den Gängen, geht man keinem irgendwie nah auf die Pelle, das ist schon okay so. Ich persönlich freue mich natürlich und irgendwie ist es auch ein richtiger Schritt, dass langsam wieder etwas in die positive Richtung geht. Ist natürlich schwierig, weil ich selber komme zum Beispiel aus der Hotellerie und da schmerzt mir auch sehr mein Herz, weil wir auch mit in dieses Business eigentlich gehören und es ist sehr, sehr schwierig, also an sich auch aus Fairness anderen gerade Existenzen gegenüber, die leiden, die nicht wissen, wie es weitergeht, es ist sehr, sehr schwierig. Also ich freue mich natürlich auch für den Heidepark, weil da stecken auch so viele Existenzen hinter. Wo gibt es euer Lieblingsessen im Park? Das kann ich tatsächlich gar nicht beurteilen, ich habe heute nichts gegessen, aber meine Freundin kann das wahrscheinlich sagen. Was sagst du? Also, ich finde die Pizza tatsächlich hier ganz lecker. Und ja, aber heute habe ich auch Gyros gegessen. Das war tatsächlich auch echt lecker. Bin ich eigentlich so gar kein Fan von, aber das war wirklich gut.
wir gehen super, super gerne zum All-You-Can-Eat-Pizza essen und Nudeln und so, aber die Pizza ist am besten. Ja, Pizza ist am besten, auch wenn das All-You-Can-Eat gerade nicht zur Verfügung steht, muss man einfach sagen, selbst dann gehe ich lieber hoch zum Scream und nehme mir die Zeit, da hochzulaufen. Pizza ist live. Wir haben letztes Jahr vor uns im Peppa Pig Land die Pepper Bowl, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt. Auf jeden Fall ist das so eine Salatbowl, hat man mal was Frisches und es ist echt eine große, also letztes Jahr war es zumindest eine große Portion, fand ich sehr lecker. Auf welchen Park hofft ihr als nächstes bezüglich einer Öffnung? Das ist schwierig zu entscheiden. Ich finde, alle Parks haben es eigentlich verdient, aufgrund dessen, dass da ja auch Familien hinterhängen, dass da jede Menge Mitarbeiter hinterhängen, die dann auch wiederum Familie haben. Ich gönne es jedem Park, aber ich wünsche mir, dass das Phantasialand öffnet, weil sie bei mir in der Nähe sind. Oder auch der Moviepark. Also ich gönne es natürlich jedem Park, aber bei mir ist es natürlich an erster Stelle der Hansapark, dadurch, dass ich da auch relativ in der Nähe wohne. Aber ich hoffe auch das Phantasialand, aber auch das Disneyland. Hansapark wäre sehr schön, aber leider vermuten wir, dass es natürlich eher kritisch ist für die. Ich würde mich natürlich auch fürs Phantasialand oder den Europapark freuen, weil halt da auch sehr, sehr viele Achterbahnfans und ähnliches leben. Und die Parks bieten halt auch vielen Leuten Arbeitsplätze. Und da muss man halt ja auch dran denken. Zulieferer stecken da ja alle hinter. An sich gönne ich es jedem Park, auch gerade den kleinen, weil das ist ja auch oft privat geführt oder ähnliches. Aber hoffen wir einfach, dass es so weitergeht. Auch gerade für Hotels und ähnliches, weil die stecken da ja alle ein bisschen mit drin. Findet ihr die Umsetzung der Hygienemaßnahmen gelungen? Jein. Also ich finde, dass das Desinfizieren bei den Attraktionen selber eigentlich gut geklappt hat von Seiten Mitarbeiter her. Was ich ein bisschen blöd finde, sind die Desinfektionsspender. Die haben an einigen Stellen gar nicht funktioniert oder sehr, sehr spät reagiert. Das könnte man vielleicht in den nächsten Tagen noch verbessern. Genau, das sehe ich genauso. Was vielleicht noch sein könnte, beziehungsweise auch mehr kontrolliert werden könnte, ist, dass man in dem Warteschlangen vielleicht mal mehr durchgeht und wirklich darauf achtet, halten die Leute wirklich 1,50 Abstand, weil wir hatten das heute tatsächlich ganz, ganz oft, dass die Menschen uns wirklich, wirklich schon auf dem Rücken gefühlt saßen. Also das war tatsächlich echt unangenehm manchmal, aber man möchte jetzt auch nicht am ersten Tag jetzt unnötig Stress machen, ne? Es wird desinfiziert. Wir haben heute schon im Flug gesessen und zwar draußen im Regen, weil der Zug noch desinfiziert werden musste. War für uns ein bisschen ungünstig, aber ich finde es trotzdem gut, dass sie das machen. Hygienekonzept zum Teil erfüllt. Die Attraktionen sehen an sich durch die Striche und die Einteilung leider durch das letzte Jahr sehr verwaschen aus. Sie fehlen teilweise. Das ist ein wenig schade. Auf der anderen Seite die Umsetzung mit den Zwischenwänden aus Plexiglas total genial gelöst. Ich sehe nicht nur die Leute in meiner Reihe, ich kann mich ein bisschen freier bewegen, weil ich halt einfach das Gefühl habe, ich kann andere Leute sehen. Das macht das Ganze sehr angenehm, aber auch da muss man sagen, an einigen Attraktionen doch sehr, sehr eng und dadurch auch ein gewisses Gefühl von, kann ich hier überhaupt dann den Abstand nach vorn und hinten richtig einhalten, um mich nicht anzustecken? Kurz und knapp, ja. Wie empfindet ihr die Stimmung im Park? Die Stimmung war eigentlich sehr gut. Also auch zwischen uns allen. Es waren ja so, so viele Leute hier, die man halt schon auf Instagram kennengelernt hat oder auch privat kennengelernt hat. Es waren so viele Freunde hier, die man jetzt seit Monaten nicht mehr gesehen hat. Man teilt eigentlich in der Regel das gleiche Hobby. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch die ganzen Familien. Man hat gesehen, dass es einfach wieder Fröhlichkeit herbringt. Selbst wenn das Wetter kompletter Müll, sage ich mal, war, war es trotzdem sehr schön. Sehe ich genauso. Wirklich, die Mitarbeiter waren alle wirklich super drauf. Auch gerade bei der Krake durften sitzen bleiben. Und man hat auch wirklich wieder gesehen, dass die Kinder auch mal wirklich wieder glücklich waren und nicht immer nur zu Hause saßen und vielleicht nur die eigenen vier Wände die ganze Zeit gesehen haben. Hier ist eine Bombenstimmung. Alle freuen sich, wieder da sein zu können. Hier sind total viele Influencer von Instagram und Co. Und alle sind froh, wieder da zu sein. Wir haben bis jetzt tatsächlich nur positives Feedback gehört, auch von der Umsetzung und Co. Und ja, ich glaube, da teilen wir alle eine Meinung. Super euphorisch. Also egal, wo man hinguckt, die Züge fahren, sie werden dispatcht und die Leute klatschen. Wir fahren in die Schlussbremse, es wird geklatscht. Die Leute haben einfach Bock und ja, die Euphorie ist da zu spüren und die Leute haben Spaß. Und man sieht
Lächeln auf den Lippen? Also ich fand, es war wirklich sehr ausgelassen. Also man hat sehr viel glückliche Menschen gesehen. Auch man hat vor allem viele bekannte Gesichter gesehen, die einfach alle extrem entspannt wirkten. Auch man hat auch Familien schon gesehen mit kleinen Kindern, was ich natürlich auch sehr schön finde, dass die sich auch gleich getraut haben, in den Park zu gehen. Und die wirkten einfach alle glücklich und ausgelassen. Und die Leute haben sich auch automatisch oft an die Regeln oder eigentlich allgemein an die Regeln gehalten bisher. Und es tat einfach für einen selber auch gut. Also die Leute, es war ein bisschen Normalität, so vom Gefühl her. Wie groß war eure Vorfreude? Unbeschreiblich. Also da kann ich wirklich kaum was zu sagen. Es war einfach so krass. Ich habe an dem Tag gearbeitet, als der Heidepark das veröffentlicht hat. Meine Freundin ebenfalls. Sie hat mich dann direkt angerufen und ist quasi aus dem Häuschen gesprungen und hat direkt gesagt so, ey Schatz, egal was jetzt am Wochenende ist, komm bitte zu mir, wir fahren in den Heidepark. Egal was komme, komme was wolle. Und das ist einfach unbeschreiblich. Genau, ich war ja an dem Tag auf Arbeit und ich habe tatsächlich dann Cedric sofort angerufen und gesagt, ja, komm, wir fahren hin, egal wie schlecht das Wetter wird, es ist einfach egal, Hauptsache wieder Freizeitpark. Wir danken euch natürlich für die Einladung und wir hoffen sehr auch für euch eben als Fanseite des Heideparks, dass der Heidepark noch länger öffnen darf. Dafür nicht und ja, das hoffe ich natürlich auch, dass der jetzt vielleicht noch länger aufbleibt und hoffen, dass die Inzidenzzahl nicht steigt. Die Vorfreude war riesig. Es war einfach, man hat es gelesen, ja, wir dürfen öffnen und hat schon dann gebangt, dass dieses Gerichtsurteil nicht noch gekippt wird. Und ja, dann kam endlich dieser erlösende Tag. Ja, du kannst ein Ticket kaufen. Und ich stand noch auf der Arbeit, hatte schon Feierabend, musste aber erstmal noch die Tickets ergattern, weil ich gedacht habe, scheiß drauf, kauf sie jetzt, bevor sie weg sind. Und ach, das war einfach toll, die Vorfreude war riesig. Ich bin durch den Kindergarten gehüpft wie eine Irre. Die Vorfreude war super groß. Ich habe sofort die Samstagsarbeit eingestrichen. Die hole ich wohl dann die nächsten Wochen irgendwann nach. Super aufgeregt war ich natürlich den Abend zuvor. Super früh ins Bett gegangen, einfach um am nächsten Morgen topfit zu sein und heute hierher zu kommen. Ist einfach wundervoll. Also die Vorfreude war, glaube ich, mehr als groß. Also ich konnte mehrere Nächte nicht schlafen. Also es war ja, extrem groß. Also wir haben halt auch viele Freizeitparkfreunde, mit denen freut man sich dann zusammen auch schon virtuell und ja, extrem groß, weil es auf einmal auch so spontan kam. Da hätte man nie gedacht, dass das auf einmal passiert und extrem große Freude. Vorfreude. Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr uns eure kostbare Freizeitparkzeit geschenkt habt und für das Teilhaben eurer Eindrücke. Kommen wir nun zur Kategorie History. Wie sieht eine typische Autofahrt bei euch aus? Radio oder CD hören? Schon mal den ein oder anderen Snack vernaschen und die Vorfreude genießen? Wir nehmen euch mal mit auf eine kleine historische Busfahrt. Wer kennt es nicht? Die Schule hat einen Ausflug zum Heidepark geplant und die Freude in der Klasse ist erst einmal komplett explodiert. Am Tag des Geschehens war es dann soweit, alle rein in den Bus und eine tolle gemeinsame Fahrt erleben. Und da die Fahrt ja nicht schon aufregend genug war, hat der Heidepark sich damals in den 90er Jahren etwas ganz Besonderes für diese Busfahrten einfallen lassen. Es gab sogenannte Buskassetten in VHS-Video, aber auch als Audiokassette. Falls jemand nicht weiß, wovon ich spreche, dann googelt diese Worte einfach mal. Hier zu sehen oder auch nur zu hören gab es Informationen und beschriebene Attraktionen, auf die ihr euch freuen konntet. Eine dieser Audiokassetten möchten wir euch nun auf die Ohren legen und wir schalten dafür rüber in das Heideparkstudio zur Heidepark-Servicewelle. Hier ist das Heideparkstudio mit der Heidepark-Servicewelle. Herzlich willkommen. Ihnen, meine Damen und Herren, und euch, liebe Kinder, wünschen wir einen erlebnisreichen Heideparktag. Sie sind sicherlich in Ihrem Reisebus fröhlich gestimmt, guter Laune und erwartungsvoll, denn schon bald werden Sie im Heidepark Soltau sein. Übrigens ist der Heidepark Norddeutschlands größter Freizeitpark.
Die Heidepark Servicewelle möchte Sie im Voraus über allerhand Wissenswertes und das, was Sie im Heidepark erwartet, informieren. Wenn Ihr Bus auf dem Heidepark-Parkplatz ankommt, wird sich Ihr Reiseleiter oder Busfahrer mit der Abwicklung der Eintrittskarten an der Heidepark-Gruppenkasse befassen und wenig später können Sie bereits den Heidepark betreten. Sie sollten dabei wissen, dass sämtliche Show- und Fahrattraktionen im Inklusiv-Eintrittspreis enthalten sind, und zwar für einen ganzen Tag und so oft jeder möchte. Sobald Sie unser Gelände betreten haben, wird Ihnen auffallen, dass der Heidepark auch eine wunderschöne Parkanlage ist. 100.000 Rosen, 200.000 verschiedene Sommerblumen und Sträucher sind überall im Heidepark links und rechts neben den Gehwegen zu sehen. Doch genug der Vorworte, hinein ins Vergnügen. Direkt neben den Heidepark-Eingangspforten betreten Sie das Heidedorf. Mittelalterlicher Baukunst nachempfundene, reich verzierte Fachwerkhäuser stehen um einen Dorfplatz, dessen Mittelpunkt das Kaffeetassenkarussell ist. Dieses historische Musterdorf wird auch für Sie ein einmaliges Erlebnis sein. Hinter einem der Fachwerkhäuser verbirgt sich ein elektronisches Vogeltheater. Heimische und exotische Vögel, singende Bäume, musizierende Frösche, alles elektronisch gesteuert, feiern unter der Regie von Showmaster Wumbo ein Heidefest. Lustige und witzige Dialoge vermitteln 15 Minuten Spaß und Unterhaltung in einer einzigartigen Show. Dazu ein guter Tipp für Sie. Besuchen Sie gleich die ersten Vorstellungen am Vormittag. Damit sichern Sie sich einen guten Platz. Wenn Sie das Dorf wieder verlassen, sehen Sie schon gleich hinter dem Bahnübergang den Heidepark-Bahnhof. 4 Western-Eisenbahnen fahren auf einem abwechslungsreichen Rundkurs um den Heidepark. Steigen Sie ein und verschaffen Sie sich einen Vorab-Eindruck von der Vielfältigkeit der Parkeinrichtungen. Nachdem Sie durch den ersten Tunnel gefahren sind, befinden Sie sich direkt im Wildwasserareal. In dieser Wildwasserbahn sind 500 Tonnen Felssteine. Sie haben richtig gehört, 500 Tonnen Felssteine eingearbeitet. In Baumstämmen fährt die ganze Familie auf dem Canyon River See durch Stromschnellen und Wasserfälle hinunter. Schon von Weitem erkennen Sie unseren Heidepark-Aussichtsturm. Dieser Aussichtsturm hat eine Höhe von 75 Meter. Mit 48 Sitzplätzen schraubt sich der Fahrstuhl mit 1,20 Meter pro Sekunde, das entspricht 4,5 Stundenkilometer, bis zu seiner Endhöhe. Von dort aus haben Sie einen herrlichen Rundblick über die umliegenden Landschaften und einen großen Teil der Lüneburger Heide. Im Hintergrund werden Sie dann schon von der Freiheitsstatue begrüßt. Miss Liberty, wie sie genannt wird, wurde am 4. Juli 1986 im Heidepark anlässlich des 100-jährigen Bestehens ihres Originals in New York eingeweiht. Sie hat eine Gesamthöhe von 35 Metern, halb so groß wie das Original in Amerika. Genießen Sie eine geruhsame Fahrt mit unseren Mississippi-Dampfern Peter Pan und Mark Twain. Wer die Liebe zum Detail erkennt, entdeckt, dass die Riverboats originalgetreu nachempfunden wurden. So zum Beispiel die gedrechselte Eichenholzreling oder die Mahagonidecken. Sie fahren vorbei am Kapitol, der Freiheitsstatue und der rundherum herrlichen Parklandschaft. Weithin sichtbar ist Big Loop, die Loopingbahn. Wer gerne kopfüber steht, im Big Loop können Sie es gleich 4-mal versuchen. Aber steigen Sie ruhig ein zur vielleicht verrücktesten Fahrt Ihres Lebens. Haben Sie keine Angst, Big Loop ist tausendfach technisch erprobt und angenehm zu fahren. Gleich hinter der Loopingbahn können Sie die aufwendigste Attraktion vom Heidepark bestaunen. Die in über 3-jähriger Bauzeit errichtete neue Wildwasserbahn. Ein altes Bergwerk mit seinen Gebäuden, Anlagen und unterirdischen Stollen ist das Motiv dieser von ihrer Architektur und Bauweise her wohl einmaligen Anlage. Nach einer weiteren Tunnelfahrt begrüßen Sie die Comicfiguren vom Heidepark. Sie nennen sich Heido, Graf Henry, Rochus, Rabix, Ali Bengator und Wumbo. Sie können diese lustigen Gesellen auch mehrmals täglich zu fröhlicher Musik paradieren sehen.
Dabei kann Ihnen ein hübsches Erinnerungsfoto der Comicfiguren zusammen mit Ihren Kindern gelingen. Die Fahrt geht weiter. Gleich hinter dem Bahnhof der Einschienenbahn entsteht als geschlossene Einheit ein holländischer Stadtteil. Typische Bauwerke wie Windmühle, Stadttor, Türme und Gebäude, deren Fassaden und Giebel originalgetreu im niederländischen Baustil vergangener Jahrhunderte erstellt werden, vermitteln dem Besucher einen malerischen Eindruck der altholländischen Baukultur. Unsere kleine Rundreise geht nun langsam zu Ende. Vorbei an der Riesenschiffschaukel Bounty, die ihre Fahrgäste auf eine gewaltige Woge hebt, und den Oldtimern, die kleine und große Autofans selbst chauffieren können, fährt unsere Westernbahn wieder in den Heideparkbahnhof ein. Sollten Sie Lust zur Rast verspüren, wird Ihnen unser qualifiziertes Restaurantangebot sicherlich gefallen. Es offeriert eine volkstümliche Küche zu vernünftigen Preisen mit feinen Gerichten. Imbisse verschiedener Arten mit Bratwürstchen, Pommes, Gyros, Fischspezialitäten, Snacks und Erfrischungen erwarten Sie und eine eigene Bäckerei bietet ständig absolut frische Ware. Versäumen Sie auf gar keinen Fall die Shows im Heidepark. Mehrmals täglich finden die Aufführungen statt. Im Kuppelbau Delfinarium, das 1500 Sitzplätze beherbergt, können Sie unseren Delfinen bei ihren Künsten zuschauen. Eine Flippervorführung in einem der größten Delfinarien Europas. Auch hier möchten wir Ihnen empfehlen, gleich die erste Show zu besuchen. Ein Sitzplatz mit guter Sicht ist Ihnen dann sicher. Im Eingangsbereich hinter dem Heidedorf steht das neu errichtete Amphitheater mit der gefährlichen und spannungsgeladenen Alligatorenshow. Drei Alligatoren mit einer Länge von 2,50 Meter, 3 Meter und 3,50 Meter und über 2 Zentner schwer sorgen dafür, dass Sie lange an diese Aufführung zurückdenken. In der neu erbauten Seelöwen-Show-Arena findet mehrmals täglich das Spiel der Meeresjongleure statt. Viel Unterhaltung mit Witz und Pfiff macht diese Show in jedem Jahr wieder zu einem Publikumsmagneten. Auf der gleichen Bühne, in Abwechslung mit den Seelöwen, zeigen 7 Papageien, dass auch sie eine lustige Show darbieten können. Erleben Sie diese schönen Vögel als Hochradkünstler, Mathematiker, Autofahrer und vieles mehr. Für die Kleinen ist das immer beliebte Kasperletheater eine willkommene Einrichtung. Möchten Sie dann noch ein bisschen Ruhe tanken, empfiehlt sich unser Wildpark. Auf einem Gelände von ca. 15 Hektar laden europäische Wildtiere zum geruhsamen Besuch ein. Herrliche Wanderwege, vorbei an vielen Gehegen, sind eine willkommene Abwechslung, zumal je nach Jahreszeit auch viele Jungtiere zu sehen sind. Und hier noch ein Tipp. Souvenirs und ideenreiche Mitbringsel finden Sie in den Souvenirshops. Liebe Fahrgäste, dies waren einige Informationen vorab über den Heidepark Soltau, Norddeutschlands größten Freizeitpark. Es verabschiedet sich das Heideparkstudio und die Heidepark-Servicewelle. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und einen abwechslungsreichen Erlebnistag im Heidepark Soltau. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das nenne ich persönlich mal Nostalgie pur. Und dieses war nur ein kleiner Ausschnitt vom Großen und Ganzen. Wenn ihr jetzt richtig neugierig geworden seid, dann schaut euch gerne auf unserer Homepage im Bereich History um. Wie ist der Park entstanden? Wie hat er sich entwickelt? Welche Fahrgeschäfte waren als erstes da und welche stehen heute noch? Das alles und noch ganz viel mehr seht und lest ihr wie immer auf unserer Homepage www.heide-park-world.de. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Stöbern und verabschiede mich für diese Ausgabe von euch. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Bis dahin bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Das war's auch schon wieder.
Aktuelle News, Reportagen sowie Hintergrundinformationen findest du auf www.heide-park-world.de, dem offiziellen Fanclub des Heidepark Resort. Alle Podcast-Folgen zum Nachhören gibt es auf iTunes, Spotify sowie auf unserer Internetseite. Vielen Dank fürs Zuhören, hinterlasst uns gerne eine Rezension und bis zum nächsten Mal beim Heidepark World Podcast.